Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Kart. So, nachdem wir im letzten Part den Mushroom Cup auf 150 CCM erfolgreich abgeschlossen haben, geht's so weiter, wieder mit 150 CCM und wir haben schon gesehen, im letzten Part war es sehr, sehr schwer. Und ja, es wird auf jeden Fall noch schwerer werden, denn jetzt kommt der Flower Cup. Da haben wir im normal auf 100 CCM haben wir da ordentlich gefailt. Und jetzt wird es natürlich auf 150 CCM nochmal schwerer. Und schauen wir mal, ob wir das vielleicht auch irgendwie hinkriegen, dass wir vielleicht da, ja, Gold wäre natürlich schon ein Traum, aber das mit Silber wäre ich natürlich auch schon zufrieden. So, wir kriegen eine Banane und sind schon auf 2. Natürlich bei dieser Strecke rutscht man natürlich wieder, das ist natürlich wieder nicht so schön. Weil Todd ja nochmal einer der ist, der was auf die Strecken mit gutem Asphalt nicht rutscht. So, wir müssen vor allem auf diese Mini-Pilze aufpassen, die was hier Pilz Princess Peach verschießt. Weil wenn wir da reinfahren, dann sind wir wirklich am Ende, weil irgendeiner fährt dann bestimmt über uns drüber und bis wir da dann wieder groß werden und platzen und dann verlieren wir so viel Zeit, dann können wir es eigentlich schon so gut wie vergessen. Das heißt, die finden eigentlich das Item und das von Mario, also der Stern, die finden die eigentlich die besten im Spiel, was die Gegner bekommen können. Natürlich, das beste Item im Spiel ist der Blitz, das ist klar. Oh, da jetzt liegt da was Neues. Okay, das haben wir selber hingelegt. Das war natürlich schön, wenn wir unsere eigenen Items, unsere eigene Linie legen. So, aber wir sind immer noch auf 1, letzte Runde. Wir kriegen kein Item, das ist schon mal schlecht, aber wir sind immer noch auf 1. So, als Peach ist jetzt nur hier Verkleinerungspilz und der war knapp. So, Koopa Troopa, gehen wir weg und jawohl, wir schaffen's. Cool, erstes Rennen, erstes Sieg. Geht ganz gut wieder los, dieser Part. Princess ist diesmal direkt hinter uns. Im letzten Part war es ja Donkey, was unser Konkurrent war, aber diesmal ist es Princess. Ist natürlich eine neue Herausforderung, weil mit ihren Mini-Pilzen ist relativ eine Bedrohung für uns. So, aber die ersten 9 Punkte sind sicher eingefahren. Ja, und dann schauen wir, ob es vielleicht so genauso gut läuft wie im letzten Part der Mushroom Cup auf 150 CCM. Gut, jetzt natürlich wieder eine Geisterstrecke. Die ist natürlich sehr beliebt bei mir. Ich mag eigentlich die ganzen Ghost Valley-Strecken. Ich finde die einfach cool gemacht. Die sind zwar jetzt nicht so lang, meistens. Aber ich finde die cool gemacht. Hier haben wir ein bisschen Offroad. Das heißt, hier müssen wir vom Gas gehen. Der Rest können wir Vollgas durchbrettern. Und wir haben eine rote. Das heißt, die werde ich jetzt bis zum Schluss halten. Jawohl, den Beschleuniger nehmen wir mit. Zweite Runde. Und wir haben den roten. Das heißt, wir können jetzt einfach eigentlich taktisch auch machen. Und zwar, wir könnten jetzt natürlich abbremsen, Peach abschießen. Und ich glaube, das werden wir sogar machen. Ich gehe jetzt da kein Risiko an, als in so Mini-Pilz reinfahre. Ich schieße jetzt ab. Dann fällt die schon mal weit zurück. Dann haben wir jetzt zwar Donkey und wir haben uns einiges an Vorsprung eingebüßt. Aber jetzt ist die schon mal weit hinten. Forsch zumindest mal. Und nein. Gut, sowas nicht geplant. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Aber wenn es jetzt ein Mini-Pilz gewesen wäre, dann wäre es natürlich nochmal um einiges schlimmer gewesen. Weil da wären wir klein gewesen. Zu 99% auch platt und wir kriegen die Feder. So. Abkürzung genommen, wie in Mario Kart, wie ganz professionell. Und jetzt schauen wir mal, dass wir, oh Gott, da liegt so ein Mini-Pilz, da liegt auch einer, oh Gott, das wird eine riskante letzte Runde, denn überall liegen die Items rum von hier. Und wir kriegen nochmal Münzen. Wir kriegen Münzen, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir vielleicht nirgendwo runterfallen oder in kein Item von hier rein. So, den Ding nehme ich da nicht. Oh, Peach kommt nah, aber das reicht nicht mehr, jawohl, nächster Sieg. Oh, da muss man sich doch schon ordentlich konzentrieren, merke ich gerade, also leicht ist das Spiel nicht. So, nächster Sieg. Also wir sind schon wieder auf gutem Weg zu Gold im Flower Cup. Na gut, die normalen 3 Cups, also Pilz, Blume und Stern Cup, da sehe ich nur relativ gute Chancen für Gold, aber beim Special Cup sehe ich da eigentlich relativ schwarz. Ich bin da froh, wenn ich irgendwie ins Ziel komme. Und jetzt wieder eine Strecke, die was sehr Offroad-lastig ist. Das heißt, da werden wir wieder einiges am Rundrutschen sein. Und im Übrigen, ich weiß immer noch, wie man den Turbo-Start macht. Also, sie haben ja einmal hinbracht mit Yoshi. Mit Yoshi war es, glaube ich. Oder mit irgendjemand habe ich es hinbracht in diesem Let's Play. Aber ich weiß nicht, wie ich den gemacht habe. Ich bring's nicht mehr fertig. So, das ist natürlich eine Strecke. Da muss man wieder gut auf die Kurven aufpassen. Hier mit diesem ganzen Offroad. Komm, geh durch. Jawohl, schön vorbei. Und Peach ist direkt hinter uns. Das war da richtig enges Rennen. Die Mini-Pilze, die sind aber wirklich overpowered, kann man sagen, weil schade, dass wir die selber nicht bekommen können. Also wenn Totti kriegen würde in diesem Rennen, das wäre nicht schlecht, wenn die Gegner dann da reinfahren, hätten wir gute Chancen. Aber gut, wir können den Blitz kriegen, das können die Gegner nicht. Der Blitz ist wirklich absolut... Wir haben es ja schon in ein paar Parts gesehen. Ich glaube, im letzten haben wir den Blitz gesehen. Und wir haben es gesehen. Blitz ist wirklich absolut überpowered in diesem Spiel.
alles in klein für wirklich eine lange Zeit, ich weiß gar nicht, für glaube eine ganze Runde fast, 30 Sekunden ungefähr. Und ja, unterdessen sind wir groß, können alle plätten und bis die dann wieder groß werden und so weiter, das dauert ewig. So, vorletzte Runde, wir sind immer auf 1, aber Princess hängt uns direkt hinten dran. So, jetzt haben wir hier rum. Natürlich muss jetzt mit dem Gasknopf gerade ordentlich rumspielen. Letztes Speed sogar vorbei, aber macht momentan noch gar nichts, weil sobald wir den roten kriegen, ist er fällig. So, ein roter wäre jetzt sehr, sehr wichtig in der letzten Runde, weil dann können Peach uns überholen und wir können sie wieder abknallen, aber wir kriegen nur eine Banane. Aber da fährt sie auch nicht rein, schade. Ich habe jetzt ein bisschen mit dem Rückspiegel gearbeitet, aber funktioniert leider nicht so gut und das wird nur richtig eng zum Schluss. So, wieder einer von hier Mini-Pilzen. Oh, das wird richtig eng. So, jetzt sind wir ins Offroad kommen, aber jetzt könnten wir es vielleicht doch noch irgendwie schaffen. Kommen wir jetzt mit der Kurve gut rumkommen? Jawohl, da schmeißen wir uns auch nur davor. Mann, ist das schwer. Aber wir haben es doch tatsächlich geschafft. Wieder mal eins. Läuft ziemlich gut. Bin ja gespannt, wie das im Special Cup aussieht. Aber es läuft gut. Es läuft wirklich gut. Gibt es einen Let's Player, der was... Also der was das Let's Play hat und alle Cups auf Gold geschafft hat? Ich weiß der gar nicht. So, 9 Punkte Vorsprung. Sieht gut aus. Natürlich, irgendwann schafft man das schon auf Gold, aber... Müsste ich mal schauen, ob das die anderen Let's Player geschafft haben. Ich weiß, dass Wollo nicht geschafft hat. Schöne Grüße, Wollo. Aber müssen wir echt mal schauen. So, auf jeden Fall konzentrieren wir uns jetzt auf dieses Schloss. Dem haben wir, glaube ich, bei die 100 CCM gefailt. Das haben wir, glaube ich, nochmal machen müssen. Dann schauen wir mal, dass wir das diesmal vielleicht besser abschließen. Weil so ein direkter Durchgang wäre doch sehr gut. So, jetzt kommen wir hier gut durch. Happy schenkt uns direkt hinten dran. Ich sehe mal schön Rückspiegel unten. Wie dumm da eigentlich Peach ausschaut. Moment, jetzt habe ich den wirklich Spiel weggedrückt. Jetzt haben wir wieder da. Okay, wo ist Peach? Peach hat anscheinend gefailt. Auf jeden Fall ist sie jetzt ein bisschen weit zurück. Aber jetzt ist sie wieder da. Ja, die wird eben überall vorgelassen. Und sobald die irgendwie weiter hinten ist, kriegt die so einen Powerschub. So einen Speedhack-Schub. Dass sie sofort wieder vorne ist. Aber jetzt ist sie wieder runtergefallen, Peach. Ah, die fallen gerade alle hinten irgendwie, also sieht gar nicht so schlecht aus, dass wir vielleicht hier auch Erster werden könnten. Und wir haben eine Feder, jetzt ist die Frage, geht da links? Links geht's ja rein. Und ich weiß nicht, ob die Abkürzung geht, auf jeden Fall geht die hier. Mit einer Feder, das weiß ich. Gut, Vorsprung, ja, man muss sagen, doch nicht so weit. Und das ist eben unfair, kann man schon fast sagen. Wir sind jetzt doch relativ gut gefahren und haben die Abkürzung da ganz gut genommen, aber trotzdem, die hängen uns wirklich direkt hinten dran. Das heißt, sobald wir irgendwie weiter vorne sind, kriegen die so einen Geschwindigkeitsschub, dass sie sofort wieder dran sind. So, jetzt schauen wir, dass wir hier gut durchkommen. Gut, die Ecke wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Und es wird eng, es wird richtig eng. Nein, jetzt haben wir die Ecke mitgenommen. Jetzt sind wir hinter Donkey. Der hinter Donkey ist ganz schlecht, weil der schmeißt uns jetzt eine Banane. Oh, letzte Runde, jetzt haben wir nochmal gefailt. Das ist natürlich jetzt uncool und jetzt macht Mario seinen Stern an. Mario, geh weg. Und wir kriegen einen Pilz. Einen Pilz. Und kann ich den einsetzen? Zielgerade, wenn dann. Oder hier ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Nein, da ist der Stein im Weg. Oh, scheiße. Ich glaube, wir sehen die Strecke nochmal. Obwohl, wenn wir Yoshi vielleicht noch kriegen können, das wäre gar nicht so schlecht. Aber nee, viel zu viel Rückstand. Jawohl, Mario ist runtergefallen. Und vielleicht Yoshi jetzt nur. Komm, fahr, tot. Nein! Reicht leider nicht ganz für Yoshi, aber immerhin Vierter. Aber hier wieder bei der Strecke Probleme gehabt, verstehe gar nicht. Ich finde es eine ganz coole Strecke. Tja, hat wohl leider nicht ganz gelangt. Aber wir führen noch genau um einen Punkt. Das heißt, wir müssen im letzten Rennen Erster werden. Egal was kommt, wenn wir Erster werden, haben wir die Goldpokal sicher. Und die Strecke mag ich eigentlich. Da grüßt die Wii-Erfahrung wieder. So, und jetzt schauen wir, dass wir hier vielleicht gewinnen. Ein Pilz ist schon mal nicht schlecht, da können wir wieder ein paar Abkürzungen ziehen. Gut, am besten heben wir uns ganz auf bis zum Schluss, wenn es da durch die Lücke da durchgeht. Oh nein, nein. Das war schlecht. Wir sehen schon, die ersten zwei sind ziemlich abgezogen, weil ich so Scheiße gebaut habe. So, da ist die Lücke, da ziehen wir jetzt mal durch und sind nur Siebter. Okay, da habe ich mir jetzt mehr von erhofft. Einen roten. Müsste ich mir für Princess aufheben, aber ich komme sonst nicht voran. Da ist Mario, du gehst jetzt erstmal weg. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir an die ersten zwei wieder hinkommen. Ah, die müssen hier bremsen, das ist so unfair. Aber jetzt schauen wir mal, vielleicht kommen wir da so schneller durch. Ja, es schaut schneller aus. Vor allem, wir müssen halt den Beschleunigungsstreifen da immer kriegen. Bei denen können ja die Gegner nicht nehmen. Und wir kriegen Münzen. Münzen ist natürlich denkbar schlecht. Oh, Princess ist weit weg, das wird eng. Das wird richtig eng zum Schluss noch.
So, Donkey, mach uns bitte keine Probleme. So, da durch und... Ja, es ist schneller. Es ist wirklich schneller. Jawohl, und auf 2. Auf 2 in der vorletzten Runde. Und wir kriegen den Grünen. Grünen. Jetzt müssen wir zielen. Jetzt gut ziehen, komm. Oh, jetzt kommt die Kurve, scheiße. Sonst hätte es vielleicht was. Sonst hätte es wohl gepasst, aber da kam leider die Kurve. Ey, wir sind auf jeden Fall noch gut dabei in Roter und wir haben es geschafft. Bloß hier die Mini-Pilz fahren. Jawohl, auf 1, auf 1. Jetzt wird's spannend, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Bloß in den Mini-Pilz nicht reinfahren, dann hätten wir es fast. Wenn den Beschleuniger dann da vorm Ziel gut mitnehmen, dann hätten wir es, dann hätten wir es. Jetzt wird es natürlich nochmal immens spannend. Die Spannung nicht zu überbieten. Letzte Kurve. Und der Pilz liegt um. Ja, 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 jawohl. Wow, war das Glück. Scheiße. Ich habe gerade Angst gehabt, weil ich bin da rechts fast die Lücke reinkommen. Das wäre natürlich die Niederlage gewesen. Aber irgendwie sind wir dann wieder zurück auf Strecke. Wow. Und wir haben es wieder geschafft. Wieder Gold. Aber das mit dem Merkchest ist verdammt schwer. Das war aber echt knapp. So, 730 Punkte, jawohl. Wir haben es nochmal geschafft. Nächster Goldpokal. Läuft besser als gedacht. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir ja wirklich alle Cups auf Gold. Das wäre natürlich absolut überragend, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und wenn wir jetzt mal so bei der Siegerehrung sind, schaut mal auf Princess, also links von mir auf dem 2. Platz. Die hat doch, wenn sie so komisch jubelt, sieht es aus, als hätte die einen Bart. War so meine Meinung? Keine Ahnung. Und Donkey Kong mit seiner Mega-Unterhose, so wie es ausschaut. Jo, aber ich würde sagen, ich beende den Part erst mir. Im nächsten Part geht es dann eben an den Standcup 150 CCM. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Kart. Ciao.